Das sind Herr Müller und Herr Schulz. Beide sind stolze Besitzer eines LKW mit Ladekran. Herr Müllers ist von Palfinger. Der von Herrn Schulz leider nicht. Heute bekommt Herr Müller einen Anruf von Hans, seinem Palfinger Servicepartner. Er informiert ihn über die anstehende UVV und den Service seines Ladekrans. Sie vereinbaren gleich einen Termin. Zur gleichen Zeit entdeckt Herr Schulz in seinem Kalender, dass es auch bei ihm Zeit für den Service ist. Angerufen hat ihn leider niemand. So ruft er selbst bei Werner, seiner Werkstatt, an. Beide bringen ihre LKW zum vereinbarten Termin in die Werkstatt. Herr Müller bekommt von Hans sogar einen Leihwagen für die Heimfahrt. Herr Schulz, der fährt mit dem Bus. Tags darauf ruft Hans bei Herrn Müller an. Der Service wird pünktlich fertig. Zwei Teile sollten am Ladekran vorsorglich ausgetauscht werden, um Folgeschäden und möglichen Ausfall zu vermeiden. Herr Müller befürchtet schon hohe Zusatzkosten. Hans beruhigt ihn. Beide Punkte sind durch seinen Palfinger Service- und Reparaturvertrag abgedeckt. Herr Müller gibt die beiden Reparaturen gerne in Auftrag. Er freut sich, dass er damals beim Kauf seines Palfinger-Krans so gut von Siggi, seinem Gebietsverkaufsleiter, beraten wurde. Er hat ihm die Vorteile von Palfinger Lifetime Services genau erklärt. Der Umfang der Servicepakete ist genau definiert und individuell auf Einsatz und Nutzungsdauer abgestimmt. Sie bieten volle Kostenkontrolle und Planbarkeit. Palfinger und seine über 180 Servicepartner kümmern sich um alles. Palfinger stellt die Einsatzbereitschaft des Geräts und den Werterhalt sicher. Die Servicepakete von Palfinger Lifetime Services gibt es natürlich für alle Produkte von Palfinger. Herr Müller konnte zwischen den Servicepaketen Basic, Complete und Komfort wählen. Darüber hinaus hat Siggi ihn noch auf den zusätzlichen Schutz mit den Versicherungspaketen durch Care und Care Plus hingewiesen. Davon überzeugt, entschied sich Herr Müller für das Servicepaket Complete und das Versicherungspaket Care. Auch Herr Schulz bekommt einen Anruf von Werner. Bei ihm muss ebenfalls etwas repariert werden. Dadurch verzögert sich der Service und es kommen weitere Kosten auf Herrn Schulz zu. Zähneknirschend erteilt er den Auftrag. Er braucht ja schließlich seinen Ladekran. Pünktlich kann Herr Müller nun seinen Ladekran abholen. Hans erläutert ihm die Checkliste über die erledigten Servicearbeiten und erklärt ihm außerdem die zusätzlichen Reparaturen. Hochzufrieden mit Hans und dem Palfinger Service fährt er mit seinem LKW nach Hause.